Aufgrund altbekannter Streitigkeit mit Investor Hasan Ismaik setzt 1860 München weiterhin auf Günter Gorenzel als Interimstrainer, während der gewünschte Heilsbringer des AFCs Reto Ristic seine Premiere als Cheftrainer vor den heimischen Fans feiern darf. Für rund 8500 Zuschauer heißt es in Halle: Hurra, der Zirkus ist in der Stadt. Der große TSV 1860 ist wieder einmal zu Gast. Und irgendwo fragt man sich ja schon, wer denn der wahre FC Hollywood in München ist. Der AFC erwischt den besseren Start nach wenigen Sekunden. Verlat sieht hier nicht besonders gut aus. Berko auf Bulicki. Und die erste Riesengelegenheit für den hallischen FC. Reto Ristic hat ihm einige Tipps mitgegeben, diesem Bulicki. Ristic ja selbst Stürmer gewesen. Verlat sieht hier aber nicht besonders gut aus. Lässt sich die Pille stibitzen. 2023 ist bisher überhaupt nicht sein Jahr. Zum Jahresauftakt beim 1:3 war gegen die alten Kollegen aus Mannheim nicht immer auf der Höhe. Und gegen Fair hat er das 0:1 verschuldet. Wenige Sekunden später wieder Verlat im Duell mit Bulicki, zieht und zerrt. Bulicki fällt fast im Strafraum. Am Ende gab es nur einen Freistoß für den HFC. Glück für die Fans von 1860 München, die wieder einmal gegen Anthony Power protestierten, den Statthalter von Hasan Ismaik. Der Investor ist nicht die beliebteste Person in München, Giesing. Und der AFC machte ziemlich gut weiter. Wir sind schon in der 22. Minute. Nick Omladic ist das. Und die Pille kommt als Boomerang nochmal zurück zu Erich Berko. Und dann muss Morgalla aufpassen. Und er zurückgekehrt in die Mannschaft. Aber Berko wieder völlig frei. Verlat, sein Gegenspieler, ist die da völlig frei stehen. Viel passierte nicht in der ersten Hälfte, wenn es um 1860 München ging. 33. Minute, da ist mal Marcel Bär. Das ist eine Riesengelegenheit. Aber Gebhardt hat aufgepasst. Er ist nicht umsonst vom FC Basel ausgeliehen. Hier zeigt er seine großen Fähigkeiten gegen den Torschützenkönig der dritten Liga aus der letzten Saison. Da musste er in allerhöchster Not retten. Niedfeld konnte da nichts mehr ausrichten. Die Suche nach dem neuen Trainer geht weiter bei 1860, möglicherweise mit einer internen Lösung. Stefan Reisinger, sehen wir da rechts, könnte als Teamchef einspringen, da Günter Gorenzel die richtige Lizenz hat. In der zweiten Hälfte gab es aber keine spielerischen Höhepunkte, sondern eher Höhepunkte auf den Rängen. Es gab auch eine Spielunterbrechung dank dieser Aktion. Und auf dem Feld wurde dann aber nochmal weitergespielt. Erich Berko ist da ja noch mit dabei. 64. Minute, einer, der so gerne tanzt, wenn er in Topform ist. Und ihr macht das genauso gegen Mollbach. Das überragend und Bulicki mit der Gelegenheit aus der Drehung. Sehr, sehr schwer zu nehmen. Aber Berko, das macht schon extrem viel Spaß, dem zuzuschauen. Ein Genuss im Keller, das sieht man nicht allzu häufig. Bulicki bedankt sich auch für diese feine Aktion. Und 1860 war ja auch noch mit dabei. 71. Minute, Albion Renezi mittlerweile eingewechselt auf Erik Tallich. Und allzu viel kam dann eben auch nicht mehr. Erik Tallich, einer, der Reto Ristic noch genau kennt aus seiner Zeit beim Chemnitzer FC. Mehr konnte aber auch nicht ausrichten. So gehen wir schon die Nachspielzeit. Und der HFC doch noch mit dem Treffer. Tom Zimmerschied, aber der Assistent hat was dagegen. Michael Nether hat die Fahne oben und das auch völlig zu Recht. Und so endet diese Partie letztlich 0:0. Auch im vierten Anlauf hat Günter Gorenzel also keinen Sieg mit seinen Löwen einfahren können. Mein persönliches Ziel war es von Anfang an, möglichst schnell eine ganz einfach eine Lösung zu präsentieren. Jetzt habe ich die finalen Kriterien, habe unter diesen Kriterien eine Lösung ganz einfach vorgeschlagen. Und ja, mein Ziel ist es, dass wir nächste Woche ganz einfach mit einem neuen Trainer in die Woche gehen. Aber ich bin hier natürlich von rechtlichen Dingen und wirtschaftlichen Dingen abhängig. Leider machen wir keine Tore, aber wenn du unten drin stehst, dann gibt es ja nichts als Geschenk. Da musst du dir alles hart arbeiten. Letzte Woche haben wir 60 Minuten zu 10 gespielt und heute haben wir eine Menge Körner wieder auf den Platz gelassen. Das nehmen wir so hin. Wir nehmen einen Punkt. Ich glaube, dass es hoch zufrieden sein kann mit dem, was die Mannschaft geleistet hat und dass wir mindestens diesen Punkt auch verdient haben. In Halle wollen sie in diesen entscheidenden Monaten also vor allem zu Opportunisten werden, die vorrangig erstmal die Null halten. Es ist kaum zu glauben, dass vor gut einem Jahr noch ein gewisser Terence Boyd hier aufgelaufen ist. Und bei den Löwen dreht man sich wieder einmal im Kreis und wer weiß, wer beim nächsten Mal als Trainer an Bord ist. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.